Willkommen, liebe Zuschauer, bei Geistheilungskongress 2020. Mein Name ist Iveta und ich darf hier heute ganz besonderen Gast begrüßen. Ja, denn natürlich verfügt über eine ganz besondere Gabe und das ist eine tiefe, transauflösende Gabe, die er selbst als spirituelle Wachtrans bezeichnet. Und sein Name ist natürlich auch passend, Jesus, Jesus Lopez. Ganz herzlichen Dank, lieber Jesus, dass du heute da bist und dass du auch mit mir bereit bist, zusammen über die Themen wie Heilung, Gesundheit, Spiritualität, Bewusstsein überhaupt bereit bist zu reden. Ja, ich weiß, dass du so oft schon angesprochen wurdest wegen deinem Namen, aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ja, so kurze Fassung, wie kamst du zu deinem Namen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, das ist eine Frage, die mir ständig gestellt wird. Die meisten denken, ich habe mir irgendeinen spirituellen Namen angehaucht. Aber so hoch fliege ich nicht. Also ich bin sehr bodenständig. Aber in Spanien ist der Name üblich. Also ich glaube, 22% der Spanier heißen Jesus. Und der Name hat damit zu tun, dass er als einziges Land in Europa die Möglichkeit hat, seine Kinder so zu nennen. Weil die Mauren vor 500 Jahre in Spanien waren und man wollte den Muslimen etwas entgegensetzen. So hat man dann gesagt, okay, wir geben unseren Kindern auch den Namen Jesus, so setzen wir den Namen Mohammed etwas entgegen. Und ich werde auch immer wieder gefragt wegen meinem Namen oder es kommen im Internet dumme Kommentare, aber ich kann das verstehen und ist auch üblich. Und als ich geboren wurde, ist es so gewesen, dass es in Deutschland, wenn man einen deutschen Pass hatte, nicht die Möglichkeit hatte, Jesus genannt zu werden. Aber seit einigen Jahren ist es auch möglich, in Deutschland Jesus genannt zu werden. In Amerika, weil die Hispanier dort sind, ist es schon bekannter. Ich hatte ja gehofft, als Madonna ihren Freund Jesus hatte, dass das ein bisschen lockerer wird. Aber leider war das nicht der Fall. Er ist irgendwie untergegangen. Also das ist ja sehr schöner Name, wirklich. Ja, danke für die Erklärung. Das ist jetzt halt so festgestellt, dass das ja dein echter Name ist, kein Künstlername. Ja, wo fange ich hier an? Ich weiß, dass du schon als Kind wirklich bestimmte Gabe bei dir entdeckt hast. Und mir würde interessieren, was war deine Umgebung, also deine Familie, deine Freundekreisen, wie hast du das als Kind jetzt wahrgenommen? Weil ich weiß, dass die Kinder offen sehr sind und mit den Gabe auch mehrere halt ja geboren worden sind, aber halt immerhin von dem erwachsenen Herrn, du träumst, lass es. Also wie war das bei dir? Hast du da in dem Kreise vielleicht jemanden spirituell war, der dich unterstützt, der dir auf die Hand sozusagen genommen hat und ja, wie war das als Kind in dem Alltag überhaupt? Ja, also ich hatte in der Kindheit kein Problem damit. Meine Eltern waren jetzt auch nicht super spirituell christlich unterwegs und ich hatte jetzt auch keinen in meiner Familie in der näheren Umgebung, wo ich es gelernt habe. Das kam rein intuitiv und irgendwann hatte ich mich mal mit meiner Mutter auch unterhalten und da hatte ich erfahren, dass wir in der Familie auch einen Heiler hatten, wo die Leute aus den verschiedenen Dörfern auch hingegangen sind. Und meine Mutter ist mal wegen Warzen zu diesem Verwandten hingegangen. Der hat die Warzen besprochen und hat dann gesagt, wenn die nächste Woche nicht weg sind, kommt sie wieder. Am nächsten Morgen, wo sie die Bettdecke hochgetan hat, hat sie gesehen, dass die Warzen am Knie weg waren. So. Und das war so ein Moment, wo ich dann auch gesagt habe, boah, das will ich. Und meine Mutter sagt, nee, dazu muss man halt Dong, die Gabe haben. Und ich so, ach, egal. Oder her. Da scheint wohl ein Engel vorbeigeflogen zu sein, wo es dann anfing, halt noch intensiver zu werden. Also Kontakt mit Verstorbenen, dass ich intuitiv auch geleitet worden bin, die Hände aufzulegen, mit der Zeit dann auch bei anderen Leuten und das über mein ganzes Leben hinweg, dass ich einfach auch mit der Gabe des Geistheilens reingekommen bin. Und irgendwann mal ergab es sich, dass ich dann halt durch eine Vision die Präsenz von Pater Pio noch wahrgenommen habe. Ich hatte die Augen geschlossen, war beim Seminar und nehme ihn wahr. Und dann auf einmal merke ich ganz heiße Hände über meinen Kopf und nehme die Energie wahr und sage mir, oh,
schöne, warme Hände, heiße Hände, Energie, sehr toll. Dann gehen die Hände weiter runter an die Schultern und diese Hitze und diese Energie drückt mich nach hinten, so weit nach hinten, dass es schon gar nicht mehr geht. Ich mache die Augen auf und es steht keiner vor mir. Ja? Und dann bin ich in eine Art tiefe Trance reingegangen, wo sehr, sehr starke Prozesse in Gang gekommen sind. Und durch diese Begegnung halt mit Pater Bio ergab es sich im Nachhinein, dass sich die Gabe als trance-auslösendes Medium gegeben hat. Das heißt, ich berühre die Teilnehmer oder auch nicht. Zum Beispiel biete ich auch die Geistheilungstage an, wo 50 bis zu 100 Leute, zum Beispiel wie letztens in Frankfurt, da waren und ich die Leute in die Kundalini-Erweckung reinbringe, unter anderem in gewisse Prozesse, in Kontakt mit der Seele. Das Ziel ist nicht hauptsächlich die körperliche Heilung, sondern die spirituelle Heilung, dass gewisse Prozesse in Gang kommen. Weil ich sehe uns nicht als Körper, Geist und Seele, sondern ich sehe uns als multidimensionale Wesen. Und als multidimensionale Wesen, wenn wir unser Bewusstsein etwas mehr erweitern, haben wir einfach viel, viel mehr Zugang zu verschiedenen Bereichen und schaffen es dadurch, Grenzen zu überwinden. Und ich stehe da nicht als großartiger Guru, als Jesus. Jesus ist übrigens auch eingedeutscht, weil ich mir sage, die meisten in Deutschland können Jesus, so wird es richtig ausgesprochen, gar nicht richtig aussprechen, sondern Jesus. Und bevor sie an der Rosine am Rachen ersticken, sage ich mir, komm, hier in Deutschland Jesus, in Amerika Jesus und bei den Spaniern Jesus, dann passt das. Ne? Und ich freue mich immer, wenn neue Menschen auch kommen, auch Skeptiker. Ich hatte jetzt vor 3 Monaten eine Familie dort, wo die Frau sich darüber aufgeregt hat, dass sie dorthin gehen. Und bei ihr ergab es sich, dass sie die Erste war, die sofort die Energie, auch meine Präsenz wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon als Audiodatei veröffentlicht habe. Und dann fingen sie auch an zu zucken, zu wackeln. Also sie ist sehr stark in die Prozesse reingekommen. Und das zeigt sich auch immer wieder, man muss nicht unbedingt an Geistheilung glauben, damit was passiert. Man muss nur aufnahmefähig sein. Und es kann auch passieren, wie auf einer Messe in Bergisch Gladbach war es so, ich weiß gar nicht, wie viele Leute dort waren, es waren sehr viele. Und da war eine Frau, die schon vorher bei mir beim kleinen Seminar dabei war und sie hat ihren Sohn mitgebracht. Was ich nicht wusste, ist, dass er sich die ganze Zeit lustig gemacht hat. Er hat sich in dem Vortrag lustig gemacht über den Schamanen, über dieses und jenes und kam dann dort an. Und die Leute müssen mir gar nicht viel erzählen oder es wird gar nicht großartig diskutiert, sondern ich fange mit einem Gebet an und die Teilnehmer lassen sich darauf ein, auf unterschiedliche Art und Weise. Und bei ihm war es dann halt so, dass er anfing sofort an zu zucken, direkt von Anfang an. Und die Mutter schaute immer und ich wusste gar nicht, was da los ist, weil sie besorgt war, dass der Sohn am Zucken war, weil die Kundalini-Energie gegangen war. Und dann kam ich dorthin, um sie ein bisschen zu beruhigen, berühre ihn, bringe ihn auf den Boden und dann hat er richtig angefangen zu wackeln und zu zucken. Und die Mutter sagte, mein Sohn, der glaubt doch nicht dran. Also ich habe ihn kurz angeführt und gesagt, mach mal kurz die Augen auf, schau zu deiner Mutter, sag, es ist alles okay und fertig. Sie wurde dann halt versorgt soweit, dass er weiterhin in den Prozessen sein kann. Also hier sehen wir 2 schöne Beispiele, dass man nicht unbedingt dran glauben kann, dass auch Skeptiker herzlich willkommen sind, jederzeit zu kommen, sich selbst ein Bild zu machen, weil einfach in den Medien zu viel Unsinn erzählt wird, weil wir haben auch bei dem Thema Geist, Heilung, das Thema, dass wir mit dem Verstand arbeiten, Thema positives Denken, aber das ist ja kein neues Thema und viele denken, die sich mit der Materie nicht auskennen, es geht hier nur um eine Art Placebo-Effekt, sich oberflächlich damit auseinanderzusetzen. Dem ist aber nicht so. Man kann nämlich noch viel, viel tiefer reingehen und über die Hände nämlich bei Menschen wahrnehmen, was sie fühlen, gewisse Reaktionen auslösen und die Selbstheilungskräfte, die jeder von uns hat, wenn wir uns aufschneiden, verschließt sich die Wunde, die kann man auch aktiv steuern und so machen, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Auf körperlicher Ebene, auf geistiger, auf seelischer Ebene und auch auf multidimensionaler Ebene. Jetzt hast du jetzt viele Fragen sozusagen in einem beantworten. Trotz allem, du hast ja über die Kundalini gesprochen. Genau. Für diejenigen, die das Begriff überhaupt ja fremd ist, was ist die Kundalini? Die Kundalini ist eigentlich die schlafende Lebenskraft, die sozusagen symbolisch als Schlange im Wurzelchakra ist. Und viele Menschen denken, sie haben all ihre Bereiche offen,
Aber wenn diese Kundalini-Energie erwacht, werden die Chakren sozusagen durchflutet. Und es können gewisse kleine Erleuchtungserlebnisse an sich geschehen. Aber durch diese Aktivierung passiert es auch, dass erstmal Chakra für Chakra gereinigt wird. Sehr viele haben halt Angst, dass diese Kundalini-Aktivierung stattfindet, weil dann sehr viel Schmerz hervorkommt. Ja, und das ist auch gut so. Es bringt nichts, wenn wir das Haus voller Müll haben und uns dann darüber aufregen, dass Platz frei wird, weil der Müll rausgebracht wird. Dieses Hervorkommen von Gefühlen, von Emotionen ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit zurückhalten. Und diese Blockaden, man muss sich das vorstellen, dass diese Blockaden fest sitzen, energetisch, auf spiritueller Ebene, entweder innen in uns drin, außerhalb oder auf anderer Ebene. Und es braucht Energie. Es verbraucht Energie. Die Energie kann nicht so fließen, wie sie sollte. Und dadurch ist es, dass wir eigentlich als Menschen gar nicht unser volles Potenzial ausleben, nicht unsere volle Energie. Wenn diese Kundalini-Energie aktiviert wird, entweder durch die Geistheilungstage, durch Einzelsitzungen, durch Heilsession, durch Yoga, Kundalini-Yoga als Beispiel, Meditation, kann es passieren, dass der Körper dann anfängt, in eine höhere Vibration reinzukommen, die Energie nach oben schießt. Und im ersten Moment, wenn man sich damit nicht auskennt, kann man auch sehr viel Angst haben, die hervorkommt, was da jetzt passiert und dass man sich dann auch zurückzieht. Aber man braucht keine Angst zu haben vor der eigenen Lebensenergie, vor der eigenen Kraft, vor der eigenen Macht, weil im Endeffekt auf einmal fängt man an, mehr an zu leben, das Leben bewusster zu leben. Und man merkt es nicht nur selber, sondern auch die Menschen, die einem nahe sind, so Freunde, Bekannte, merken, dass sich etwas verändert hat. Also, was für Leute suchen deine Hilfe? Nicht die auf körperliche Probleme haben, mehr die wirklich was transformieren wollen, die Blockaden haben, oder welche Leute suchen deine Unterstützung? Von arbeitslos bis Manager. Also es gibt keine Richtung, männlich, weiblich, spirituell interessiert, Krankheit wieder in die Heilung reinzubringen. Du musst dir vorstellen, dass wir, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn wir eine Krankheit am Finger haben und uns auf den Finger konzentrieren, dann benennen wir es als Finger, als Krankheit. Aber im Endeffekt ist dieser Finger verbunden mit dem ganzen Körper. Das heißt, wenn wir den ganzen Körper noch zusätzlich in die Heilung mit reinbringen und uns nicht auf eine Krankheit fixieren, sondern in die Aufmerksamkeit gehen, können wir ganz anders mit den Krankheiten umgehen, auf anderer Ebene. Und wir müssen nicht unbedingt auf körperliche Ebene reingehen, weil manchmal ist es so, dass gewisse Aspekte des Körpers sich nur aufzeigen, wo eigentlich seelische Blockaden da sind. Zum Beispiel, wenn jemand sehr, sehr viel Stress hat, wird es passieren, dass der Körper mehr und mehr in der Spannung geht. Der Körper lernt irgendwann mal, dass diese Spannung normal ist. Das ist eigentlich eine sehr, sehr intelligente Reaktion des Körpers, weil er sagt sich, warum soll ich viel mehr Energie verbrauchen, um wieder Spannung aufzubauen, wieder loszulassen, die Entspannung zu gehen, Spannung aufbauen, runter. Dann lasse ich doch den Körper in der Spannung, spare Energie, so überlebt der Körper vom Kopf her und dadurch baut sich immer mehr und mehr die Zeit der Spannung auf, weil über den Geist, über den Stress, der entsteht, es auf den Körper geht. Arbeiten wir nun geistheilerisch auf energetischer Ebene, spiritueller Ebene, auf Kindheitsthemen, frühere Leben etc. Wie gesagt, wir können ganz, ganz viele Aspekte mit reinbringen, auch aus anderen Bereichen, wo man sagt, das hat nichts mit Geistheilung zu tun. Aber Geistheilung kann man nicht so leicht trennen, weil sehr, sehr viele Aspekte mit einwirken. Und wenn wir jetzt auf geistiger Ebene etwas in Gang setzen, kann es passieren, dass auf einmal die Person anfängt zu weinen, Kindheitsthemen zum Vorschein kommen oder aus der Jugend, wo man im ersten Moment dachte, das hat doch gar nichts damit zu tun. Aber das sind auch Art Triggerpunkte, die angeregt werden. Diese Blockaden lösen sich auf, so dass die Spannung sich dann auch lösen kann. Zusätzlich empfehle ich auch immer dann Entspannungsübungen zu machen, um selber was zu machen, weil der Klient soll selber in die eigene Macht gehen, in die Eigenverantwortung und nicht beim Geistheiler die Verantwortung abgeben. Das ist auch nicht Sinn und Zweck von Geistheilern, dass die volle Verantwortung abgegeben wird. Also
wenn man halt ja so Außenstehende ist und beobachtet, du machst so Gruppenheilungen, ne? So, ja. Du wirkst ja in wirklich, wo mehrere Leute da sind, mich interessiert, weil das sieht für Außenstehende sehr schreckhaft, ne? Und schmerzhaft für die Leute, ja. Wie gehst du vor und was spürst du, woran denkst du bei Heilung? Wie weißt du, was du machen sollst und was berichten dann die Leute, wie die das erleben, diese Zucken, diese du tragen, das ist ja ganz unfassbar, was du da mit den Leuten in Bewegung bringst, ja. Also die Sache ist, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann sieht das sehr spooky aus. Aber jetzt in letzter Zeit ist es so, dass es sogar einen Begriff gibt, neurogenes Zittern. Nennen das jetzt die Traumatherapeuten. Es gibt also jemanden, der hat eine Art Technik entwickelt, andere haben das übernommen, um dieses neurogenes Zittern bewusst zu bewirken. Aber die Sache ist, wenn wir auf spiritueller Ebene rangehen, ja, dann ist das nicht erst vor kurzem von jemandem erfunden worden, sondern wir haben tausende von Jahren. Zum Beispiel in Afrika das Thema Voodoo. Dort gehen die Teilnehmer bewusst in eine Art Trance rein, gehen in Kontakt mit gewissen spirituellen Geistwesen, aus welcher Ebene auch immer, und lassen sich auf Prozesse ein. Sehr interessant vielleicht zur Ergänzung, in Essen gibt es als einziges Museum in Europa das Voodoo-Museum. Das kann ich sehr empfehlen, und dort vielleicht hat man auch das Glück, mit dem Gründer dort ins Gespräch zu kommen. Und er erzählte auch, dass er gesehen hat, wie jemand ein Messer in seinen Kopf hatte, ja, damit noch rumgelaufen ist, rausgegangen ist und überlebt hat und noch immer lebt. Und sagt auch, wenn ihm jemand sagen würde, dass da ein Messer war, würde er sofort sterben. So, so weit kann es gehen, dass unsere geistigen Fähigkeiten, Prozesse reingehen, dass wir auch solche Dinge überleben können. Bei den Geistheilungstagen ist es so, dass die Heilung im Vordergrund steht. Und es ist natürlich so, dass viele Menschen schon im Vorfeld sehr viel Angst haben. Nicht, weil sie unter anderem Videos gesehen haben, sondern sie merken von Tag zu Tag, sie werden nervöser. Weil die Seele weiß ungefähr, was kommt, und das wird hervorbrechen. Und wovor die Menschen meistens Angst haben, ist vor dem eigenen Schmerz, das Leid, was hervorkommt. Und keiner, wirklich keiner kommt dort an und sagt, ich will jetzt heute zucken und weinen, sondern die Leute haben unterschiedliche Intentionen. Der eine ist krank, der nächste sucht spirituellen Frieden, der nächste möchte sich das Ganze ansehen. Aber wir haben einen geschützten Rahmen, wo jeder Teilnehmer dann in diese Prozesse reingehen kann. Und mich persönlich interessieren mehr die spirituellen Prozesse. Es gibt ein Video bei mir auf YouTube, wo eine Teilnehmerin vom Geistheilungstag ein paar Tage vorher am Knie operiert worden ist. Und nach der Session war es so, dass sie die Krücken abgelegt hat und ohne Krücken auf der Messe gegangen ist. Also solche Prozesse sind möglich, die finde ich immer sehr nett. Aber es kann sich steigern, dass spirituelle Prozesse stattfinden, dass sogar Atheisten Kontakt mit gewissen Geistwesen haben, Heiligen aus der Bibel, wo sie sagen, ich glaube nicht dran, ich bin jetzt wirklich konfus, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und es passiert einfach auch in so vielen anderen Bereichen, Dimensionen, Heilung, dass man das nicht sofort erkennt. Man merkt einfach ein paar Tage später oder Wochen, dass sich irgendwas im Leben transformiert hat. Das Schicksal kann sich sogar verändern. Man kann sogar Kontakt mit Verstorbenen haben, verstorbenen Verwandten, dass man diese auch spürt. Die geistige Welt ist auch anwesend, dass auch Astraloperationen an den Menschen gemacht wird, die sie das spüren, oder auch Berührungen. Bei mir ist es auch so, dass die geistige Welt, die spirituelle Welt, sich auch durch Windhauch zeigt. Ich materialisiere kein Gold. Wir gehen mehr auf wichtige Ebenen, auf spirituelle Ebenen, dass die geistige Welt sich zeigen kann. Und gleichzeitig ist es so, dass wir mit Fernheilung arbeiten, dass aus der Ferne gearbeitet wird und ich manchmal auch Informationen im Hier und Jetzt bekomme, dass ich zum Beispiel sage, hier, dein Mann wird jetzt zum Beispiel heute Nacht sehr starke Prozesse haben, und ich erfahre im Nachhinein, genauso war es, er hat geschwitzt, ist in die Prozesse reingekommen. Manchmal ist es so, dass ich merke, dass die Geistheilung, dass die geistige Welt sagt, so, wir lassen die Heilung sofort wirken oder auch im späteren Verlauf am Abend. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Dazu habe ich auch über Soundcloud ein paar Erfahrungsberichte von den Leuten selber.
weil ich finde einfach, wenn man selber was erzählt, kann man groß als Spinner abgetan werden, mit anderen verglichen werden, die in dieser Szene einfach im Bereich der Fantasie sind und nicht in der wirklichen Geistheilung und noch gar nicht wirklich erkannt haben, was wirklich alles möglich ist. Und ich möchte einfach das Thema Geistheilung an die Menschen bringen und dass sie diese Erfahrung machen. Nicht, weil das Thema Geistheilung an sich so toll ist und ich als großer Star in dieser Richtung, ich möchte gerne die Leute weiterbringen. Entweder über die Geistheilungstage, über die Einzelsitzung, wie aber auch die Jahresausbildung, dass man da noch viel tiefer in die Materie einsteigen kann. Und das erfreut mich dann noch mehr, dass da die Menschen noch in tiefe Bereiche reingehen. Ich Wisse transportiere, was sozusagen geheim in Geheimgesellschaften oder in Bereiche drin waren, wo die sagten, boah, das habe ich nicht erwartet, was da alles möglich ist. Und das erfreut mich immer wieder, wenn Teilnehmer in neue Bereiche reinkommen. Also ich habe das jetzt so verstanden ja auch, ja, dass du eigentlich bei dem Gruppenheilung oder bei dem Wirken, da kann jeder kommen und das ist bei dir ja auch, dass ich die Kanäle sozusagen auch öffnen können und dass die Leute auf die Zugänge dann ja mehr wahrnehmen können, oder ist das so richtig? Hast du vollkommen recht und noch viel mehr, wie zum Beispiel die Kundalini-Energieerweckung. Dann gibt es Trauerarbeit, Prozesse, die verarbeitet werden. Erinnerungen an frühere Leben, die in Gang kommen. Kontakt mit der geistigen Welt. Stärkung von Medialität und von heilerischen Fähigkeiten. Also es passiert sehr, sehr viel. Da weiß ich nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Also es passiert wirklich sehr, sehr viel. Also ich lade jeden herzlich ein, mal zu den Geistheilungstagen zu kommen, um sich mal selbst ein Bild zu machen, was da so alles passiert. Und diejenigen, die einfach spirituell sagen, okay, gut, das ist super, aber ich möchte noch viel mehr Quantensprünge erleben, die natürlich die Jahresausbildung, weil wir da wirklich an die Blockaden rangehen. Ich bin ein Typ, ich bin ein Macher. Ich erzähle nicht so viel Kokolores und so viel Theorien, die in der spirituellen Szene gibt, wo manche Theorien sich auch gegenseitig beißen, sondern wir gehen auf die Essenzen ein und ich versuche bewusst auf die Technik einzugehen, wo ich sage, die funktionieren. Ich erkläre die Philosophie dahinter, aber ich erkläre auch, was gibt es da draußen noch und ich gebe immer Beweise. Das heißt, ich zeige es den Leuten, lasse sie es erfahren, aber auch selber anwenden, dass sie selber die Erfahrung machen, was wirkt nicht, wo habe ich Spaß, wo habe ich weniger Spaß. Wow, das ist ganz schön tief. Jetzt wollte ich was fragen. Ich habe halt ein bisschen Spaß dabei, deshalb rede ich ein bisschen viel. Deswegen. Ja, das merkt man, das ist ja auch ja richtig ja auch berührend und sehr spürbar. Aber ich wollte ja was ja fragen. Jetzt weiß ich ja jetzt nicht, das war für mich ja auch so wichtig. Ja. Also mit der Medialität wollte ich ja auch ansprechen. Ja. Das ist ja, ja, wie passiert das ja jetzt? Ja, du siehst du und redest du mit dem Gestorbenen. Wie läuft diese Begegnung ja ab und warum suchen die Kontakt jetzt die Gestorbenen mit dir? Also im Endeffekt jetzt immer um Liebe. Im Endeffekt nur um Liebe. Und wie sich die Verstorbenen zeigen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und man kann auch auf unterschiedlicher Ebene an die Informationen rankommen. Ein Erlebnis, was mir in sehr jungen Jahren, ich glaube, ich war selber ja, um die 20 herum, war mal eine Teilnehmerin da, die wollte das mal ausprobieren. Und hat gesagt, ach, darf ich, weil ein bester Freund war zu Besuch, hatte gerade eine Beziehung mit ihr angefangen und sie wollte das gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, komm, kein Problem, lass uns das mal machen. Habe ich ungefähr eine halbe Stunde gemacht. Und dann ergab es sich, dass ich ihren Großvater wahrgenommen habe. Und ich habe ihn gesehen mit dem geistigen Auge, mit dem dritten Auge und habe ihn auch als sehr helles Licht wahrgenommen und habe ihn dann gefragt, okay, alles klar, was soll ich hier überbringen? Was für eine Botschaft? Und er sagte, sag ihr, mir geht es gut. Und ich sagte, pass mal auf, Das ist so etwas, was jedes Medium sagen kann. Gib mir doch ein bisschen mehr Information. Das ist jetzt sehr, sehr oberflächlich. Da komme ich einfach nicht authentisch rüber. Und er so, nein, ist vollkommen okay. Sag ihr das. Ich so, okay, gut. Bleib aber in der Nähe, falls ich noch fragen soll. Nach der Sitzung haben wir uns unterhalten.
Und dann fragte ich sie nach ihrem Großvater, weil sie gar nicht von ihm erzählte. Ich so, was, warte mal, was ist mit deinem Großvater? Und sie so, ja, da müssen wir jedes Wochenende hin und ich habe da keine Lust. Ich so, stopp mal, nicht der. Ich rede vom Verstorbenen. Und beim Thema Medialität ist es so, wenn man wirklich Kontakt hat, dann ist man sich auch ganz sicher, dass es so auch ist. Und so war es auch. Und sie guckte mich mit verdutzten Augen an und sagte, an wen habe ich doch gar nicht gedacht. Was war da? So. Manchmal ist es so, dass die Klienten das bewusst wahrnehmen, manchmal aber auch nicht, weil noch kein Zugang offen ist. So. Ich habe ihr den Großvater beschrieben, habe ihr gesagt auch, dass er sehr religiös war, weil wenn jemand sehr religiös, spirituell war, dann leuchtet man auch mehr. Besonders, wenn man dann halt auch eine Zeit des Verstorbenseins hatte, hat ihn auch wahrgenommen, dass er Muslime war. Und dann sagte ich ihr, pass auf, ich habe hier eine Botschaft für dich, die ist sehr, sehr allgemein. Wenn du sie hören möchtest, sage ich sie dir, ich habe aber kein Hintergrundwissen erhalten. Und sie sagte, ja, möchte ich gerne hören. Und ich sagte ihr, dein Großvater hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, ihm geht es gut. Und auf einmal fängt sie an zu weinen. Und ich dachte, wir müssen jetzt los. Und dann erzählte sie mir unter Tränen, dass sie als kleines Mädchen ihren Großvater abgöttisch geliebt hat. Sie ist da fast jeden Tag gewesen. Der Großvater hat mit ihr gespielt, sie haben sich geliebt. Und dann passierte es, dass er halt an Krebs erkrankte. Und er kam ins Krankenhaus und nur die Eltern besuchten ihn und sagten zu der Tochter, nein, du besuchst ihn nicht, du sollst ihn in guter Erinnerung behalten. Und seit dem Tag hat sie sich unbewusst gefragt, geht es meinem Großvater gut? Und sie hatte genau auf diese eine Frage, die unbewusst immer wieder als Schleife in ihrem Bewusstsein, in ihrem Körper energetisch drin war, durfte sich das endlich auflösen und das zeigte sich dann halt durch Wein und durch diese Auflösung. Und im Endeffekt suchen die Menschen halt Kontakt mit Verstorbenen, genau um solche ähnlichen Prozesse in Gang zu bringen und auch, dass wir nicht vom Verstand her nur wissen, okay, es gibt ein Leben nach dem Tod, sondern dass wir das spüren und dass wir dann auch von Herzen loslassen können und dass wir dann wirklich wieder anfangen können zu leben, dass die Energie fließt und wissen, wir können jederzeit in Verbindung gehen und in Kontakt. Das ist der Punkt. Und dieses Thema Medialität sehe ich nicht als eine spirituelle Gabe, irgendwas Besonderes. Ich sehe es so, wenn wir uns spirituell entwickeln, in jeglicher Richtung, passiert es automatisch, dass unsere Gaben wachsen. Zum Beispiel Hunde haben mehr Riechzellen in der Nase und können Alltagssituationen Stunden wie auch Tage zuvor erriechen, dass sie sozusagen alles erschnüffeln und dadurch erkennen können, was ist vorher passiert. So, das ist eine natürliche Fähigkeit des Hundes, über die Riechorgane mehr zu entdecken, wahrzunehmen. Wir haben halt weniger Riechorgane und wir schnüffeln nicht überall herum, Gott sei Dank. Aber wir haben die Möglichkeit, auf spiritueller Ebene sehr, sehr viel wahrzunehmen. Zum Beispiel, das kennt jeder von uns. Wir betreten einen Raum und wissen, okay, hier war vorher Streit, weil da dicke Luft ist, symbolisch gesprochen. Dass wir diese dicke Luft auch wahrnehmen oder dass wir wahrnehmen von den Gefühlen, Emotionen her, wie schwingt jemand. Und wenn wir das weiterentwickeln, können wir auch über die Schwingung, über die Berührung bei einem Menschen tiefer reingehen und nicht nur das, was an der Oberfläche jeder sehen kann, wahrnehmen, sondern wir können auch tiefer reingehen und gewisse Aspekte erkennen oder Informationen erhalten, die wir im Bewusstsein so oder im normalen Gespräch gar nicht erreichen können. Ja, das ist ja auch, wie du gesagt hast, jetzt, dass die Frau sehr berührt war, weil ihr das ja ganzes Leben so blockiert hat, dass sie der Opa geliebt hat. Also ich finde das sowas von heilsam, diese Vermittlung, wie das für Befreien für die Frau ist und auch für den Gestorbenen, weil wir sind verbunden und ja, der kann auch nicht so frei sein vielleicht. Das ist ja einfach wow, das ist ja super tolle Arbeit. Und ja, ist es. Ist auch sehr schön. Und manchmal ist es auch sehr schön. Manchmal ist es auch so, dass nicht die geistige Welt so nah rankommen kann, aus verschiedenen Gründen. Und ich hatte mal eine ältere Dame da und ihn hatte ich dann halt wahrgenommen, aber gemerkt, dass er sozusagen vom Himmel herunterguckte und hat gemerkt, dass er schon sehr viel Erfahrung gemacht hatte in der Richtung und dass er sehr witzig war. Also es ist nicht so, dass wir hochsteigen und all unsere Schuld aufgelöst ist, wir Engel sind, sondern
Charaktereigenschaften eines Menschen sind noch sehr, sehr stark zu spüren. Und dieser Witz, der, ich musste selber zwischendurch lachen, weil er sehr witzig war und habe es rübergebracht. Und dieser Witz, dieser Charme, den ihr Mann hatte, das rüber zu transportieren, das hat ihr Heilung gebracht und gemerkt, ja, er ist da, auch wenn er jetzt weiter reist. Er hatte sehr schwere Lungenkrankheit, dass er zwischendurch nicht geatmet hat. Aber durch diese Krankheit unter anderem ist es so gewesen, dass er Astralreisen gemacht hat, dass er mit seinem Astralkörper gereist ist, in verschiedenen Orten, Dimensionen und sich eigentlich sein ganzes Leben lang gewünscht hat, wieder tot zu sein, um dann halt in die verschiedenen Dimensionen zu reisen und wie es wohl in der geistigen Welt aussieht. Also er war sehr neugierig und machte kein Drama draus. Und da sind wir auch schon beim schönen anderen Thema, nämlich das Thema Krankheit. Wie wirkt sich das auf unser Leben aus? Wir werden unser Leben ständig irgendwie mit Krankheiten zu tun haben. Und es geht nicht darum, Heilung in dem Sinne reinzubringen, dass eine Krankheit sich auflöst, sondern manchmal können wir Krankheit auch als Chance, Möglichkeit sehen, daraus zu wachsen. Weil wie ein Baum auch Blätter verliert im Frühling, im Sommer, nicht nur im Herbst, sondern es kann auch sein, dass noch ein paar Blätter sogar im Dezember runterfallen. Genauso ist es im Leben. Wir werden ständig mit Energien im Leben zu tun haben, ob wir dran glauben oder nicht. Energien sind auch Gefühle, Emotionen, geistige Fähigkeiten. Wir werden aber auch in unserem Leben mit Krankheiten zu tun haben. Und jede Krankheit birgt auch gewisses Potenzial, uns zu entwickeln, aber auch, dass unsere Abwehrkräfte dadurch gestärkt werden. Medizinische Studien zeigen auch, wenn wir uns nicht mit Dreck umgeben, dass unser Immunsystem nicht so gestärkt wird. Und wenn wir einfach anfangen, das Leben so anzunehmen, wie es ist und nicht, wie wir es gerne wollen und dadurch uns selber sehr viele Einschränkungen geben, können wir eigentlich nur gewinnen. Ja, das ist jetzt wirklich top gesagt und auf dem Punkt, ja, genau. Jetzt kannst du vielleicht mir verraten, ja, wie kann man die Gabe oder die Sinne trainieren am besten? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. In der Jahresausbildung ist es bei mir jetzt so, dass ich sozusagen das Ganze steigere. Stufe für Stufe für Stufe. Und da geht es darum, erst einmal sozusagen in den ersten Modul auf das Thema Geistheilung, Medialität einzugehen und dann uns zu steigern, dass das Bewusstsein so gesprengt wird, so geweitet wird, dass die Teilnehmer einfach direkten Zugang auf ganz anderer Ebene wahrnehmen und spüren. Wenn wir einfach nur eins machen, nämlich uns spirituell entwickeln, einfach versuchen, das Gute in unserem Herzen zu entwickeln und aber auch nicht nur das Gute, sondern auch die Schattenseiten in uns. Wir werden immer gewisse Schattenseiten in uns haben, die gehören zum Leben. Wir leben in der Dualität, wo Yin und Yang eins sind. Aber Yin und Yang, wenn wir noch darüber hinausgehen, ist in einem Kreis verbunden. Das heißt, wenn wir eine Einheit schaffen von den hellen und dunklen Seiten unseres Seins und lernen, uns selber anzunehmen wie auch andere, dann geht es uns gut. Es ist aber leichter gesagt als getan. Kein Thema. Und das Leben ist halt jeden Tag weitermachen, lernen und uns, wenn wir auf spiritueller Ebene sind, auch spirituell zu lernen und nicht nur aus der Materie, dann können wir einfach viel, viel mehr rausholen. Und wenn wir einfach auf dieser spirituellen Ebene unser Leben leben und versuchen, mehr wahrzunehmen, ins Mitgefühl reinzugehen, dann werden sich die Fähigkeiten sowieso noch mehr entwickeln. Ein ganz wichtiger Aspekt einer jeden Heilerausbildung ist es einfach, mit anderen Menschen auch in Kontakt zu kommen. Weil andere Menschen triggern einen an, ja, lassen unseren eigenen Schmerz auch erkennen. Selbst bei den Buddhisten in den Klöstern triggern sie sich gegenseitig an. Das gehört zum Leben dazu. Und natürlich im Miteinander lernen wir uns selber viel besser kennen. Und auch, ich erlebe es immer wieder, dass Anfänger wie Fortgeschrittene zusammenkommen. Also bei mir kann jede die Jahresausbildung machen. Es ist nicht beschränkt, du bist schön, du bist nicht schön. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich selbst zu entdecken und auch dann vielleicht als Geistheiler zu arbeiten. Da versuche ich, die Teilnehmer aus meinen Erfahrungen heraus so viel wie möglich mitzugeben. Und die Leute können mich wirklich alles fragen. Und ich versuche auch individuell Themen einzugehen, auch im Seminar selber. Was bei einer Person passiert, in einer Gruppe, hat Auswirkungen auf alle anderen. Aber weißt du was? Ich meine, das hat dir auch ja geholfen, weil du einfach diese Wille, diese
diese Wollen, diese ich interessiere mich dafür, ich bin offen dafür und ich, weißt du, was ich meine? Ja, diese Gabe zu entwickeln, diese Weg zu gehen. Du hast gesagt, wow, das ist ja toll, sowas möchte ich ja auch kennen. Weißt du, du warst ja offen. Ja. Und deswegen hast du auch das als Unterstützung bekommen, vielleicht, dass das bei dir dann sich wirklich noch mal mehr vertiefen könnte. Was ich noch ansprechen wollte, du warst ja doch ja auch in Brasilien oder bei dem anderen John of God, ja. Wie heißt er? John of God oder João de Deus. Genau, und wie hast du das erlebt? Weil das müssen wir ja auch ja erwähnen, dass du auch mitwirken können im Team. Also du war wirklich dabei. Kann man auch sagen, dass dir solche Begegnungen noch mehr Tiefe in diese Thematik einfach gebracht haben für die Entwicklung? Und wie hast du da, was hast du dir daraus mitnehmen können auf dem weiteren Weg? Sehr, sehr viel. Also ich war bei der Messe, wo Joao hier war, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und habe auch im OP-Team gearbeitet. Das heißt, wir sind die Medien im Operationssaal gewesen und haben mit unserer Energie gearbeitet. Und das waren echt unglaubliche Erlebnisse. Also das erste Mal, wo er hier in Deutschland war, das war echt der Wahnsinn für mich, weil ich lerne nicht nur, indem ich sozusagen Materie erhalte, wie Schriftstücke, dass mich jemand irgendwas lehrt, sondern ich habe durch seine Präsenz auch sehr viel gelernt und habe auch gemerkt, bei einer speziellen Session war es so, dass er dreimal kurz hintereinander reinkam. Ich habe so richtig gemerkt, wie Energie von mir entzogen wurde. Jetzt keine Angst, es gibt immer Leute, die denken, wow, Vorsicht, wird die Energie entziehen. Nein, wir waren ja da sozusagen als Transformatoren sozusagen und unsere Energie wurde zusätzlich als Hilfsmittel benutzt. Und bei der Messe war es auch so, dass ein Blinder danach wieder sehen konnte. Also das war ein sehr besonderes Erlebnis. Und auch danach, wo alle Helfer zusammengerufen worden sind und die Präsenz von, jetzt komme ich gerade auf die Schnelle nicht auf den Namen, war zumindest dort. Und das war auch sehr besonders für mich. Und ich hatte auch Astraloperationen erfahren von der geistigen Welt. Und ich war wirklich eine Woche, habe ich fast nur Tag und Nacht geschlafen, bin dann nur kurz für das Wichtigste aufgestanden und habe gemerkt, wie die Transformation in mir gewirkt war. Also das ist schon richtig, richtig toll gewesen. Auch in Brasilien selber das zu erleben, fand ich sehr schön. Aber selber zu João zu gehen, fand ich nicht so interessant, wie jetzt dort zu meditieren. Es war nicht so, dass er mich direkt gelehrt hat, wie Lehrer-Schüler, sondern halt einfach ich sehr viel von seiner Wahrnehmung, von den Energien, von den Spirits, mit denen er gearbeitet hat, gelernt habe und auch geschult worden bin. Das auf jeden Fall. Schade ist leider bei Joao, das möchte ich gerne erwähnen, für diejenigen, die es nicht wissen, ist natürlich, dass er gerade im Gefängnis sitzt, weil er halt unter anderem sein durch sexuelle, Dinge, die da passiert sein sollen, wie auch illegaler Waffenbesitz, Steuerhinterziehung etc. Also das ist alles, weswegen er gerade im Gefängnis sitzt und dadurch ist er da nicht mehr zu erreichen. Und heilerisch muss ich sagen, top. Persönlich muss ich sagen, von der Persönlichkeit her eher genau das Gegenteil. Und das war für viele zu Anfang ein Problem, nämlich wie kann ein Geistheiler sowas machen? Und wir sind auch nur Menschen. Geistheiler sind Menschen. Also das Problem liegt sehr oft bei den Klienten, Teilnehmern oder diejenigen, die krank sind, die ihre letzte Hoffnung abgeben wollen. Das will ein Geistheiler gar nicht. So, und Geistheiler sind auch Menschen mit Kanten und Macken. Ja? Mhm. Ich versuche immer, die Leute ruhig zu halten oder sage dann auch manchmal, frag meine Frau, sie wird dir sagen, oh, nee. Zwischendurch ist es einfach so, dass man sich in Beziehungen auch auf die Nerven geht. Und ich finde, das ist menschlich, das gehört dazu. Ich sage auch meinen Teilnehmern, versucht nicht wie die Engel zu sein, sondern versucht menschlich zu sein. Wir sind Menschen mit Macken und Kanten. Es gibt Menschen, die mögen wir mehr. Es gibt Menschen, die mögen wir weniger. Und so ist das Leben. Und jeder von uns macht seine Fehler. Ich habe mich seit dem Vorfall auch davon distanziert. Ich finde es schade, weil auch sehr viele Menschen gesagt haben,
jetzt erfahre ich keine Heilung, aber die ist auf anderem Weg möglich. Und ich finde, sowas gehört auch im Bereich der Gerechtigkeit. Und da ist das, sind die Gerichte dafür zuständig, die Polizei recht sprechen zu lassen. Und wenn das der Fall ist und es dazu kommt, dass er verurteilt wird, deswegen, dann soll das so sein. Falls er unschuldig sein sollte, dann soll er rausgehen. Aber das ist ein Thema, ich habe sehr viele Heiler auch kennengelernt, sehr viel gelernt. Aber ich finde, man muss für sich das raussuchen, was für einen wichtig ist. Und das, wo man sagt, das ist nicht meins, das weglassen, wie aber auch andere Dinge, weil jeder Heiler doch sehr anders ist von seiner Person, von seinen Energien. Nicht jeder Geistheiler ist gleich. Jeder Geistheiler spricht andere Aspekte von einem an, spricht aber auch den einen nicht an, ja, oder halt bewirkt, dass Widerstände sich aufzeigen. Das sind auch Prozesse, aber das hat jeder Mensch. Wir sind halt Menschen und wir strahlen halt eine gewisse Energie, gewisse Informationen aus. Die einen sagen, es ist Körpersprache. Wenn man aber auf den energetischen Bereich geht, kann man doch eigentlich noch viel, viel mehr erkennen, noch in tiefere Bereiche reingehen. Die Frage ist man bereit, das zu schulen? Möchte man in diese Tiefe reingehen? Das entscheidet jeder Mensch selber. Du hast ja zwei Punkte angesprochen, und zwar war mir ganz bewusst, als du gesagt hast, bei dem Jordan, habt ihr ja so Gruppenheilung sozusagen gemacht, also die geballte Energie von wahrgenommen, um die Heilung zu bewirken. Und das ist jetzt mir ganz klar bewusst, was wir wirklich als Kollektive verschaffen können. Ja, also was für da Kraft steckt, wenn wir uns wirklich verbinden und auf Kollektiv wirken können. Ja, also nicht in das Böse, jetzt meine ich, aber wir haben wirklich die Gabe. Und das war mir in dem Moment so bewusst, als du da das angesprochen hast. Und das Zweite war ja auch ja natürlich, wo du sagst, wir sind Menschen. Das ist ja klar, weil viele haben diese Vorstellung, Geistheiler, oh, wie kannst du krank sein, ne? Oder warum hast du jetzt Brille? Oder warum bist du jetzt ja operiert worden? Du bist doch ja geil. Und das ist diese falsche Vorstellung. Wir stecken in diesen Körper drin. Wir haben unsere genauso Themen, die mit uns ja, die wir uns gebracht haben. Also so ist es ja. Und wie du gesagt hast, dieses Streben nach Perfektion, ich gehe jetzt den spirituellen Weg und ich muss jetzt super toll und vorbildlich sein, das ist ja gegen sich, das ist unnatürlich, das blockiert noch mehr als je und macht ja im Grunde auch krank. Also Chapeau, ja, dass du das jetzt so wirklich klar sagst. Und wenn du sagst, gut, ich esse Fleisch, dann isst du ja Fleisch. Ja, meine jetzt, wenn ich auf dem Weg jetzt gehe, dann ist vielleicht meine Entscheidung, ich schätze oder lerne schätzen das Lebenswesen und deswegen auch möchte ich kein Fleisch essen. Aber es ist völlig okay, wenn du sagst, ich esse ja Fleisch, mir schmeckt, ich bin dankbar, das ist, reicht schon, wenn du das schätzen weißt. Und das ist ja auch ja völlig, völlig okay. Ja. Du sprichst ein ganz interessantes Thema, nämlich das Thema Ernährung. In den letzten Jahren wird eigentlich aus der Ernährung eine Art Religion gemacht, oder dass die Religion oder der Guru die Ernährung ist, sich so und so zu ernähren, das zu verteidigen, vielleicht andere Menschen schlecht zu machen, weil sie die eine Ernährungsform essen als die andere. Und ich sage immer, es ist nicht wichtig, was reinkommt, sondern was rauskommt. So, wenn sich jemand gesund ernährt und immer nur am Kritisieren ist, jedem erzählen muss, dass er Veganer, Vegetarier ist, da stimmt doch was nicht. Dann ist doch irgendwas nicht in Harmonie in einem selber. So, und wir haben sehr viele Aspekte. Jeder hat seine Schwachstellen. So, eine Schwachstelle bei mir zum Beispiel ist, gebe ich auch offen ehrlich zu, und sieht man auch, ich esse gerne. So, ich esse liebend gerne, ich mag den Geschmack und ich bin begeistert, wenn ich ein Essen vor mir habe, wo eine Geschmacksexplosion stattfindet. In Polen, wo ich auch Geistheilungstage und Seminare angeboten hatte, da ist eine Teilnehmerin nicht gekommen, weil sie gesagt hat, nee, der ist zu dick, da gehe ich nicht hin. Wenn jemand schon so dick ist, dann ist er nicht spirituell genug.
was sind das für oberflächliche Meinungen? Also ganz ehrlich, ich hab gelächelt und gesagt, ja, dann ist das halt so. Wenn das einen daran hindert, sich spirituell zu entwickeln, dann ist das spirituelle Interesse, die spirituelle Entwicklung steht da nicht im Vordergrund, sondern die eigene Ansicht und Meinung, wie etwas zu sein hat. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Geistheilung. Wie hat Geistheilung zu sein? Wie stelle ich mir Geistheilung vor? Lasst diesen Unsinn mal alles weg. Macht einfach mal die Erfahrung, wie es ist. Und dann werdet ihr merken, dass ihr ganz sehr oft merkt, oh, was ist Geistheilung nämlich nicht? Ja, weil wir diese ganzen Meinungen, die vorher waren, dann auch verschwinden, weil wir tiefer in die Materie reingehen. Und es gibt aber auch Menschen, die haben nicht den Zugang, wollen sie nicht oder sie wollen in diesem Leben nicht diese Erfahrung machen. Ich komme immer wieder auf das Thema frühere Leben. Es ist halt auch so, dass wir diesen Zugang zu früheren Leben sehr oft nicht haben. Man kann über Hypnose oder andere Techniken in frühere Leben eintauchen, Einblicke erhalten und meistens stecken nicht nur Blockaden oder Traumatisierungen in der Kindheit, in der Jugend, sondern manchmal auch in frühere Leben. Und ich habe einen sehr guten Freund, der ist Hypnotiseur und er ist zum ersten Mal zu einem Hypnotiseur hingegangen wegen seiner Eifersucht. Und durch eine Rückführung hat er erkannt, wieso er eifersüchtig war und nach dieser Rückführung war er nicht mehr eifersüchtig. Es hat sich komplett aufgelöst und das finde ich wunderbar. Weil es zeigt einfach, es ist egal, ob man dran glaubt oder nicht, es spielt doch gar keine Rolle. Wenn es einfach nur eine Vorstellung ist, sagen wir mal wie bei einem Traum, dass sich gewisse Bilder zeigen, aber das Problem gelöst ist, es zählt doch eigentlich die Heilung, die passieren musste. So. Und wenn er nicht mehr eifersüchtig ist, hat er weniger Stress, regt er sich nicht mehr auf, ist es besser für sein Herzen. Also er hat über diese Auflösung dieser Blockade der Eifersucht diesen Ursprung, die Essenz, wo dieser Nadel drin ist, rausgezogen, aufgelöst und dadurch hat er mehr Frieden in seinem Leben geschafft. Da geht es hin. Ja, darum geht es ja. Vielleicht was erkennen, ja, diese Erkenntnis hier schon das Wichtigste. Jetzt Frage, wo kann man dich also erleben? Du machst diese Geistheilungstage, du bist in Frankfurt auch, bei Frankfurter Ring, dass du da irgendwie, weil wo die Leute möchten wirklich dich vielleicht spüren und möchten das erleben. Deswegen, wo kann ich? Ja, also dieses Jahr werden wir nicht mehr so oft im Ausland sein, weil wir nächstes Jahr ein bisschen ruhiger machen oder wenn dieses Video ausgestrahlt ist, haben wir ja schon 2020. Also ich mache es einmal im Monat in Bergheim. Ich möchte gerne das Thema Geistheilung an die Menschen bringen, dass sie einen Einblick bekommen. Sie haben die Möglichkeit, den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr mit Menschen zusammen zu sein und sich auch darüber auszutauschen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Zusätzlich bin ich in Frankfurt. Wir gestalten das ab 2020 selber, dass wir keine Seminare mit den Frankfurtern mehr machen, sondern einfach nur die Geistheilungstage. Wir sind in Ochsenfurt. Wir sind dieses Jahr auch wieder in Österreich und bieten dort die Geistheilungstage an. 2019 hatten wir nur die, oder Anfang des Jahres hatten wir auch eine, aber danach die Jahresausbildung. Und wir sind am Bodensee in Überlingen, wo wir dann auch die Geistheilungstage anbieten. Dort hat jeder die Möglichkeit. Einzelsitzungen mache ich nur in Bergheim. Wir haben halt nicht die Zeit und die Möglichkeit, einen Tag vorher da zu sein und dann die Einzelsitzung, sondern ich möchte für die Geistheilungstage für die Menschen zu 100% da sein. Und wir haben auch einen Hund, dass wir jetzt die Zeit auch etwas einschränken wollen und uns ein bisschen darum aufkümmern möchten. Mhm. Ja. Und die Jahresausbildungen noch, ne? Die Jahresausbildungen für die. Ja, da machen wir auch ein bisschen weniger. Letztes Jahr haben wir das auch in Frankfurt gemacht und in Österreich. Jetzt machen wir es nur in Bergheim. Die Jahresausbildung findet dann halt Ende Februar statt und wird in verschiedenen Modulen, 5 Modulen stattfinden. Eigentlich bräuchte ich 2 Jahre, um wirklich die Teilnehmer von A bis Z zu unterrichten, zu machen, weil es sehr, sehr viel darüber zu erzählen gibt. Aber ich muss mich auf das Wichtigste konzentrieren. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, untereinander sich auszutauschen, was auch stattfindet. Sie treffen sich, es entstehen Freundschaften, Entwicklungen auch zwischen den Sessions. Und sobald sich jemand angemeldet hat, das ist immer sehr, sehr erstaunlich, fängt schon an. Sobald jemand sich angemeldet hat, fangen sofort die spirituellen Prozesse an. Und es hört nicht auf.
es wird ein Turbo eingeschaltet fürs komplette Jahr, wo man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Man geht in Turbo-Durchgang in der Waschmaschine, dass man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also es ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen, was da alles passiert und wichtig ist auch durchzuhalten. Es gibt halt auch manchmal Prozesse, wo man mit gewissen Menschen nicht so gut zurechtkommt oder sagt, boah, ist das gerade schwer. Aber das ist die eigene Schwere, mit der man zu tun hat. Und deshalb mache ich es auch so, dass die Leute das auch durchziehen sollen, die Jahresausbildung, weil sie werden früher oder später mit ihrem Schmerz in Kontakt kommen, mit Blockaden, nicht nur im Seminar, sondern auch im Leben. Aber dort soll ja die eigentliche Heilung stattfinden, dass das Leben leichter wird, dass die Energien mehr fließen. Ich sehe immer so die Ausbildung, die Heilerausbildung als Dojo-Raum. Dort wird trainiert, geübt, aber es geht darum, es im Notfall im Leben anzuwenden oder auf dieser spirituellen Ebene zu leben, dass man anfängt, andere Bereiche zu erkennen und auch wirken zu lassen. Und das Schöne ist halt wirklich, es kommen auch wirklich Anfänger, die so getrieben werden von dieser Jahresausbildung, erstmal mit ihren eigenen Ängsten zu tun haben, schaffe ich das, oh, die anderen sind besser, und dann auf einmal entsteht ein Quantensprung und dann interessieren sie sich noch für andere Themen, dass sie sich weiterbilden und machen und tun, und das erfreut mich. Und ich sehe da auch welche, die bisher noch nicht den Mut hatten, haben schon alles Mögliche gemacht, den letzten Schritt zu machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass sie es dann nach der Jahresausbildung schaffen. Und ich bin dann über jede Person stolz, die ihren Weg geht. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich mache die Ausbildung für mich, zur spirituellen Entwicklung, neue Bereiche zu finden, die auch mehr Leichtigkeit, und Es ist einfach schön. Ich mache das gerne. Und jeder, der die Ausbildung dann endlich beendet hat, sagt, endlich vorbei. Aber auf der anderen Seite, war das schön, habe ich viel mitgenommen und die Kontakte bleiben. Es ist einfach traumhaft. Und man merkt im Nachhinein dann, wow, wie intensiv das war, dass dann Ruhe reinkommt. Und man, der eine oder andere sagt, das ist zu viel Ruhe für mich. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Und lässt sich noch mal drauf ein. Und das sind halt die Prozesse, die von alleine passieren. Da soll es eigentlich hingehen. Es geht nicht darum, immer Technik hier, Technik da, Technik A und B, ich nutze die Technik. Es geht darum, sich menschlich zu entwickeln, spirituell zu entwickeln. Und wenn Leute kommen, nicht mit irgendeiner Technik anzukommen, sondern zu einer Lösung zu führen, auf die eine oder andere Art. Ja. Also das ist ja richtig so. Ich denke mal ja, die Ausbildung ist so Grund, sich dafür ja sozusagen öffnen, und dann gehen die Prozesse dann weiter, ja, auch nach der Ausbildung. Ja, das ist ja das, was du sagst. Und jeder Mensch ist individuell. Also wir können nicht sprechen, die Hand wird so rechtgelegt und das wird, ja, das geht nicht. Also das ist ja auch Gefühl, und wie du sagst, jeder wirkt anders auf ihre eigene Atembase. Vielleicht kannst du mit uns jetzt so kleine Übung machen, mit Zuschauer und mit mir gemeinsam. Gerne. Also wir machen eine ganz einfache Übung jetzt, wo jeder Anfänger, wie auch Fortgeschrittene, diese gerne verwenden kann. Es ist sehr oft so, dass über die Ohren gewisser Lärm, wie auch Schreien, sich festgesetzt hat. Entweder aktuell oder aus der Vergangenheit. Es gibt eine sehr einfache Übung, in der wir diese Energien jetzt rausziehen werden. Für diejenigen, die jetzt heilerische Fähigkeiten haben, können jetzt in Meditation gehen, in die Anbindung und diese aktivieren. Können aber auch zusätzlich das, was ich jetzt gleich vorführe, noch zusätzlich machen und in Kombination. Es geht jetzt nicht darum, jetzt in eine Art Placebo-Fantasie reinzugehen und einfach die Übung zu machen und fertig ist die Sache, sondern sich bewusst in die Tiefe reinzugehen, in die Konzentration, und dann es auch zu spüren, bewusst zu spüren, was da passieren kann. Okay, ich leite es kurz an, nämlich wir machen jetzt erstmal eins, nehmen unsere Hände und reiben die einander, dass Hitze entsteht. Vielleicht sogar ein bisschen schneller, dass richtig schön heiß ist. Richtig schön heiß. Und jetzt an die Ohren ran. Und jetzt versuchen, tief halt über die Ohren diese Wärme einzuatmen. Tief ein- und ausatmen und wieder rein. Dass noch mehr Hitze entsteht. Und die Handflächen jetzt erstmal wieder über die Ohren, am besten die Augen dabei schließen. Und die Wärme spüren, wahrnehmen. Und tief in die Ohrmuscheln einatmen. Ausatmen, auf nichts weiter konzentrieren. Konzentriere dich einfach nur auf deine Ohrmuscheln und spüre die Entspannung. Und atme bewusst aus. Lass die Schultern tiefer hängen.
Und das ist eine sehr schöne Übung, auch um die Entspannung zu gehen. Wir machen das noch einmal. Wieder. Runter, die Entspannung spüren, gleich noch kurz innehalten und erst einmal wahrnehmen, wie diese Wärme Entspannung erstmal bewirkt hat. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir werden jetzt nämlich eins machen, wir werden die Hand zwischen uns auf schwere, laute Energien konzentrieren, wie auch Geschrei, was wir erfahren haben. Und dann die Hand anspannen. Durch diese Anspannung konzentrieren wir uns gleichzeitig auf die Schwere und ziehen dann sozusagen diese Energie, diese Schwere dann gleich raus. Wieder mit der Wärme spüren, auf den Lärm konzentrieren, auf den inneren Lärm. Weil sehr oft ist es auch so, dass wir von unserem Geist sehr laut sind. Unsere Gedanken rasen in einer Geschwindigkeit, wo wir gar nicht mehr wissen, was ist los. Es wird uns vieles auch gesagt oder auch geschrien oder in der Kindheit wurden wir angeschrieben, dass das eine schöne Methode ist. Wir reiben jetzt wieder an die Hände, an die Ohren ran. Eine Art Muschel aufbauen. Jetzt die Wärme tief einatmen. Auf das Geschrei, auf die Gedanken, die in den Ohren sind. Hände anspannen und rausziehen. Wie eine Art Magnet ziehen wir nun diesen Lärm raus. Schütteln die Hände, einfach symbolisch, und reiben nochmal. Lassen die Hitze entstehen, nochmal an die Ohren ran. Tief einatmen, tief in die Ohren, in die Ohrmuscheln einwirken lassen, Hände wieder anspannen und den Lärm rausziehen. Lärm rausziehen und schütteln. Diese Übung kannst du jederzeit weitermachen. Wenn du magst, schließ einfach die Augen. Genieße den Freiraum, der sich jetzt schon in den Ohren getan hat, wie auch die Entspannung. Mit dem Ausatmen die Schultern tiefer senken. Viel Spaß beim Üben. Sehr schön. Also diese gerade plastische Rausziehen, dieses Lärm, diese wow, diese plappert in Dings, das war ja echt befreiend. Ne? Das war... Ja. Also erstmal kommt die Befreiung. Im Nachhinein, was dann auch noch passiert, ist, dass gewisser Freiraum frei wird. Und mit der Zeit passiert es dann, dass gewisse Gefühle, Emotionen, Erinnerungen zu diesen Energien zum Vorschein kommen und dann im Nachhinein noch weiterarbeiten. Es hört nicht damit mit dieser Übung auf. Wenn man diese Übung intensiv macht, sich bewusst darauf konzentriert, nicht nur kurz die Hände so machen und sagen, ah, da sieht jetzt alles raus, alles klar. Nein, sondern bewusst sich darauf konzentrieren, bewusst mit dem Geist sich auf die Energien konzentrieren, auf diesen Lärm und dann bewusst durch diese Anspannung eine Art Magnet entstehen lassen und dann rausziehen. Und dann wieder lockern und schütteln. Wow. Ist top Idee, top Übung für den Alltag, ja. Danke. Und letzte jetzt Abschlussfrage, weil wir sind halt natürlich begrenzt, sonst ich werde mit dir noch mal eine Stunde plaudern können, also von mir aus. Ja, aber diese Frage stelle ich bei jedem Speaker und zwar, wie ist das jetzt von deiner Ansicht? Ja, was kann jeder für sich diese effektivste Schritt machen, bei sich selbst anfangen, um in die Heilung zu kommen. Das allererste, der jede halt bei sich anfangen kann. Den Ruf des Herzens hören. Weil jeder von uns hat irgendwo schon sein Karma, seine Bestimmung, seinen Weg irgendwo schon drin. Man spürt, wo es einen hingeht. Bei mir, meiner Meinung nach, also bei mir war es so, dass ich immer schon seit Kindheit an diesem Weg als Geistheiler gespürt habe. Als Teenager hatte ich halt einen Glaubenssatz so, wie willst du damit Geld verdienen? Da kannst du deinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Also ich habe auch eine normale Ausbildung gemacht, gearbeitet. Aber das alles hat mir geholfen, in meiner Selbstständigkeit damit umzugehen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber im Endeffekt haben wir irgendwo ein Gefühl, wo der Weg hingeht, was uns interessiert. Und auch das Leben formt uns und sagt uns, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht der Bereich, wo du hingehen sollst. Und auch mal andere Menschen sagen, nein, dich will ich gar nicht, ich nehme jemand anders.
sollte man nicht allzu persönlich nehmen, sondern einfach als Möglichkeit sehen, dass etwas anderes für einen ansteht. Und wenn man einfach sein Herz hört und schaut, wo geht der Weg hin, sollte man hingehen. Und wenn man als den Weg des Geistes in sich spürt und merkt so, ich möchte gerne Hände auflegen, ich spüre, da ist etwas in mir, mach dich auf den Weg. Es gibt sehr viele unterschiedliche Lehrer. Du hast die Möglichkeit jetzt hier gegeben, mit diesem Kongress hier, dass man verschiedene Heiler kennenlernt und dass man eigentlich dem Herzen hört und schaut, wer hat mir am besten gefallen. Und dann folgt diesem Weg. Es spielt gar keine Rolle. Es geht nicht darum, den Weg einer anderen Person zu folgen, sondern den Weg zu sich selbst zu finden. Und wenn wir anfangen, mehr und mehr unseren Herzen zu folgen und zu hören, ihr habt ja jetzt auch die passenden Übungen dazu, dann könnt ihr nichts falsch machen. Ja. Das waren sehr schöne Abschlussworte, ja. Sehr ja. Schöne. Und das ist ja auch, ja, ne? Durch diesen Kongress haben die Leute, ach, ich spüre dahin, spüre kein, was ist meins, wo gehe ich in Resonanz und vielleicht gehen die den Weg des Herzens. Ja, ja. Ja. Wäre sehr schön. Ja, also vielen Dank für den Gerne. Tollen Gespräch. War meine Freude. Also, ja. Und ich wünsche dir natürlich, dass durch dich noch mehr Heilung passieren darf. Danke. Oder kann für die Menschen. Und ich danke auch Ihnen, Zuschauer, für Zuhören und ja, für Mitmachen. Danke.